Ja, hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal, Part 7575. Ich heiße euch wieder heute recht herzlich willkommen in LS19. Heute wieder auf der Map Voralpen. Genau. Ja, ich habe letztes Mal eine Wortvorstellung gemacht davon. Ja, die Baumwolle haben wir ja weggeholt letztes Mal. Die wollte ich noch eigentlich verkaufen. Halt eins zurück. Das machen wir jetzt gemeinsam miteinander noch. Genau. Na, die Handbremse sollten wir raus tun. Und somit verkaufen wir das. Ein bisschen Geld haben wir noch. Die Tiere und das habe ich noch nicht geholt, weil ich brauche ja noch etwas dafür. Und von dem her passt das. Jo, der ist weg. Dann bringen wir den zum Händler zurück. Normalerweise gebe ich den so zurück. Aber da ich beim Händler noch was stehen habe, ist es eh gleich ganz gut, wenn ich da fahre. Dann passt das. Meine Map hat jetzt wieder eine Neuerung bekommen. Es ist die BGA und so gefixt worden. Sind die fliegenden Bäume sind weggemacht worden. Und ich werde es jetzt spielen. Genauso wie man die Kindsköpfe. Die spielen auf dem Surfer. Uns gefällt die Map so richtig. Hoppala. Hängen geblieben. Uns gefällt sie so gut. Wir fangen jetzt da von unten komplett neu an. Wir versuchen erstmal, wie soll ich sagen, uns hochzuarbeiten von 100.000 ohne irgendwas, den ganzen Hof alles aufzubauen, was ich hier jetzt nicht mache in dem Video, sondern hier möchte ich einfach spielen, zocken, Spaß haben. Genau. Uiuiuiui. Die Haselfeld oder Hasefeld, nicht Haselfeld, oder Hasefeld werde ich weiter behalten, genauso wie die 2-Stern-GP. Ich werde halt jetzt weniger Sachen immer wieder von denen bringen, von dem bringen, von dem bringen, also je nachdem wie ich Lust habe. Genauso auch mit meinem ETS, ATS und so weiter. Bei mir wird es immer kommen, wie ich Zeit und Lust und Liebe habe. Also von dem her. Boah, der ist schon ganz schön laut da, das ist ja Wahnsinn. Ja, jetzt ist es die verschiedenen Einstellungen von die Fahrzeuge zu finden, das ist heftig. So, dann fahren wir mal durchs Dorf durch. Hui, langsam, also fahren wir doch jemanden zusammen. Mit 53 geht's durchs Dorf. Ja, Kleinigkeiten haben wir noch verbessert am Hof, aber das werde ich dann vielleicht später noch sehen. Den Wald habe ich jetzt bis jetzt nur nicht gemacht, auch wegen der Performance. Genau, also von dem her, vielleicht mache ich den noch. Ja, jetzt sind wir beim Händler. Hier steht ein Ballenwagen, den ich noch brauche. Den hier geben wir hier wieder zurück. Ich hoffe, dass das so geht. Probieren wir es mal. Ansonsten muss ich ihn anderweitig zurückgeben. Auch normal geht es auch so. Zurückgeben. Ja. Sehr gut. Dann fahren wir gleich mit dem Ballenwagen rüber. Weil ich bin gerade schon am Heu und Stroh, und das zu machen und Silage für die Kühe und für die Schafe und so. Und den ist ein Autoloader jetzt, der ist jetzt ra frisch rausgekommen. Und gefällt mir richtig gut, weil er richtig schön klein ist, kann 12 Ballen machen. Also von dem her, wieso soll ich das nicht nutzen? So, da fahren wir einmal rundherum, fahren wir zu der Wiese, wo ich das alles mache, den ganzen Gras, Heu und so weiter. Da stehen auch schon ein paar Sachen, weil ich schon ein bisschen angefangen habe, weil es mir jetzt zu lang werden. Aber es macht halt auch richtig Spaß, hier auf der Map zu spielen. Und jetzt ist auch viel zu schade, hier irgendeinen Wald oder was kaputt zu machen, weil die so schön angelegt sind. Das ist heftig.
Ja, bei dem müssen wir wieder auf 20% runtergehen, also die Einstellungen vor den Fahrzeugen ist schon heftig. Gehe kurz mal vor den Fahrzeugen auf 20%, dass ihr mich besser versteht. Also ich glaube, das ist besser jetzt. Ja, es ist nicht ganz einfach, immer die Einstellungen zu finden, ne? So, da vorne ist die Wiese, wo ich auch schon ein paar Ballen und das gemacht habe. Da steht auch das W-Fahrzeug. Das war... da geht's ganz schön runter. Dann würde ich sagen, nehme ich die ersten Ballen mal auf. Zack. Einschalten, oder wie war das? Achso, wir müssen erstmal wählen, welche wir wollen, und damit U anschalten. Jawohl. Ja, der ist richtig schön, ist ein Mod. Also richtig schön gemacht. Gefällt mir gut. Genau. Sind wir erstmal. Ah, Sie sehen schon, da sind schon einige umgefallen. So, ich werde jetzt die etwas versuchen zu sortieren. So, da fahre ich wieder an. Ja, der Wendekreis vom MB-Druck ist leider nicht der beste. Aber das ist auch nicht schlimm. Zwölf Stück sollen da drauf passen. Das ist auch super. Genauso auch Quaderballen, 12 Stück. Also auch verschiedene, die Wolle, glaube ich, kann man jetzt transportieren. Dann kann man auch die Paletten nur drauf von den Transportgütern oder Transportmissionen transportieren. Man kann Saatgut damit transportieren, 6 Stück. Baumwolle kann man damit transportieren. Also es ist schon geil. Genau. Also man muss aufpassen, dass wir die Silage nicht mitnehmen. Ah, ich sehe schon voll, dann passt das. Da hinten liegen auch noch welche rum. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir die gleich rüber zum... Ich bleibe in der Außenansicht, da seht ihr mehrere von der Map. Fahren wir die gleich rüber wieder zum Hof. Gefällt mir richtig gut, der Hänger. Uiuiui, hier geht's in Serpentinen. Oh, es ist geil gemacht hier, aber man sieht fast nichts durch die Bäume. Ich könnte jetzt auch mitten über die Felder fahren, aber das tut man ja nicht. Also fahren wir hier die Serpentinen runter, dass man das auch mal sieht hier. Also die Map ist so wunderschön, das ist Wahnsinn. Ja, da muss man aufpassen, dass man jetzt zu weit rüberkommt. Ja, wie gesagt, die Kindsköpfe, der Olli, der Hans und ich, wir haben uns jetzt entschieden, für diese Map, die zu spielen auf unserem Server, und wir haben richtig Spaß dran, also es ist richtig geil. Von dem her, also ist nur noch schön. Jetzt sind wir wieder im Dorf. Stoppschild übersehen nicht, von dem her. Müssen wir bloß wieder die Einfahrt auch finden. Da ist sie, wo wir dann zum Hof rauffahren. Hallo, schöne Frau. Vorsicht, dass ich sie nicht zusammenfahre. Ja, Banker, grüß Erde. Ja, da ist auch ein bisschen Kollision, weil sonst könnte man nicht hochfahren.
Ja, meine Felder sind noch nicht ganz reif. Bis auf das Baumwollfeld. Ich habe jetzt auch rausgefunden, was bei mir die Safe Games kaputt gemacht hatte. Ich habe leider das Cursplay runterschmeißen müssen. Cursplay hat bei mir alles kaputt gemacht. Deswegen habe ich es nicht mehr drauf. Bis es. Und ich warte jetzt auch, bis die offizielle Version kommt. Nicht mehr die Beta. Also von dem her. Leider kann ich das Cursplay nicht mehr benutzen dadurch, weil wie gesagt mir das alles zusammengeschossen hat. Und ich jetzt das nicht nochmal möchte, dass ich dann suche. Ich habe einen Tag gesucht, bis ich rausgefunden habe, was es war. Auch dank Olli seiner Hilfe habe ich das wieder hingebracht. So, hier seht ihr den Hof nochmal. Ich gehe mal ein bisschen weiter höher, dass ihr das seht nochmal. Ich habe ein paar Kleinigkeiten noch verbessert. Auch ein bisschen was anders noch gemacht, von dem her hier das Silo habe ich noch ein bisschen anders gestellt, hier hinten habe auch den hier jetzt hergemacht, dass man herfahren kann, schön genau, fahren wir einmal rum, da seht ihr auch, dass es jetzt richtig wunderschön hinhaut, dass er hier Platz hat, also haut wunderbar hin, man hat mehr Platz, man kann jetzt durchfahren, was beim letzten Mal noch nicht so war. Ich hoffe, dass die Trigger dann alle funktionieren. Genau. So, dann müssen wir da hinten umdrehen. Irgendwie schaffen wir das dann schon, weil die Ballen sollen ja hier rein. In diesen Unterstand. Ja, es ist eng und schnucklig hier, also man muss mit großen Fahrzeugen geht es hier nicht viel. So, dann schauen wir mal, dass wir hier weiter reinfahren und da muss ich mal gucken, dass ich mich zurechtkomme mit dem Abladesystem. Weil das habe ich jetzt auch noch nicht so oft gemacht. Ach ja. Erstmal richtig anfahren oder einparken, sage ich jetzt mal. Und das ist halt das Schöne an dem kleinen Hänger, er ist richtig wendig, dass man da auch hinkommt. Genau. So. Dann muss ich mal gucken. F1. Wir müssen die Abladeseite markieren. Also erstmal U, dann machen wir B, die Abladeseite markieren, da haben wir hier hinten. Na, wo ist denn das Gitter? Markiere Abladeseite, ja. Ach, da ist das Gitter, okay. Jetzt ist das Gitter da. Das können wir dann mit N, M oder so. Ah, hier können wir verschieben praktisch. Man sieht es jetzt nicht ganz so gut. Weil jetzt hier natürlich ist, aber man sieht das Gitter hier innen drin. Ich heb's mal vielleicht ein bisschen hoch. Dann geht rüber und rüber. Wo geht's denn hoch? Vorwärts, rückwärts ist O. Da kann man vor und Punkt ist zurück. Nee. Rückwärts ist K. Hoch ist J. Genau, weil da sieht man, da sieht man das Gitter ein bisschen. Da kann man dann praktisch hier verschieben. Und sind jetzt wieder runter auf die normale Position. Hier ist links. Punkt K ist zurück. Und jetzt möchte ich den da hinten reinschieben praktisch. Und Z ist abladen. Na perfekt, haut doch hin. Und schon sehen die da sauber drin. Man kann die Höhe alles angeben. Das ist doch genial. Jo, dann fahren wir wieder rüber. Machen dann mit den anderen Ballen weiter. Ich bin jetzt am Überlegen. Genau, fahren wir mal in der Innenansicht. Jetzt erstmal die Silageball noch zu machen. Ne, passt schon. Ja, ich muss mich auch erst so ein bisschen zurechtfinden. Hier muss ich runter. Passt schon.
Und da müssen wir mal gucken, dass wir die Ballen fertig bringen, damit wir auch die Kühe, Schafe und so weiter praktisch machen können. Wir müssen rechts, stopp. Das ist das Schöne an diesem kleinen Strautmann. Der ist richtig schön wendig. Junge Dame, darf ich Sie erst vorbeilassen? Boah, nicht durch. Aber doch nicht nur mit dem Hänger durch. Ach, danke schön. Also ihr habt gesehen, ich habe es jetzt nicht zusammengefahren, die ist von alleine da gefahren. Aber schaut euch das an hier, das sind die Berge und runter, rauf und runter, das ist doch hier richtig geil hier. Und jetzt schauen wir mal die Serpentine in der inneren Ansicht. Doch richtig schön, oder? Ich liebe diesen Traktor. Es ist mein liebster Traktor in diesem Spiel irgendwie. Ja, ich bin jetzt gerade vorhin ein bisschen angefahren, aber das passiert. Das Schöne ist ja immer noch das Headtrack oder Eye-Track vom Olli, was er gebaut hat. Also das ist richtig schön. Da vorne ist eh schon wieder die Wiese von mir. Von dem her. Dann holen wir mal. Ich darf jetzt rüberfahren noch. Dann hole ich mal die Ballen hier rüben. Anschalten, dass die wegkommen wollen und nicht im Weg liegen. Also haben wir jetzt 15 Grasballen. Müssen wir mal gucken, ob da noch irgendwo welche rumliegen. Ich glaube, die Grasballen. Boah, das ist zu steil für ihn. Das glaube ich. Boah, das war zu schnell. Das alles sind dann Silageballen. Ich glaube, wenn ich jetzt eh schon dabei bin, hole ich die Silageballen gleich zusammen. Vielleicht ist da oben auch noch ein Ball. Weiß man nie, ob da oben nicht auch noch was liegt. Ja, das ist die Lautstärke, ist Wahnsinn. Ja, da haben wir schon einiges Schönes stehen. Ja, dann holen wir die Silageballen gleich zusammen, dass die auch schon aus dem Weg sind. Dann wissen wir aber auch, wie viele Silageballen wir gemacht haben. Genau. Ja, wie gesagt, ich hatte schon mal angefangen, auch schon mal auszuprobieren, wie es läuft und das Ganze. So, dann haben wir schon mal 5 Silageballen. Na, wo willst du hin? Da bleiben. Perfekt. Dann würde ich sagen, machen wir gleich mit den Silageballen weiter. Stellen wir hier mal ab, Handbremse rein, laufen wir gleich mal zum Deutz rüber. So gesagt, zum Fan, Entschuldigung. Deutz ist ja im. Habe ich hier heute gerade. Der ist auf dem Hof. Machen wir mal Silageballen weiter. Halt! Das sollte vielleicht den Trigger mit runternehmen, gell? Dass der das aufnimmt.
Ja, das wird erstmal lustig werden, die auch zu düngen hier. Also von dem her. So, das sind dann 6, da wollte ich auch so 10, 15 machen davon. Und der Rest wird dann Heu. Da oben habe ich auch schon den den Zeta alles dabei. Ja, der rollt bis runter, hundertprozentig. Das passt auch. Ja, hier geht es ganz schön hoch. Schaut euch das mal an, diese Berg und Ab. Das ist schon geil hier. Da habe ich einen Fortschritt für Scar-Schneiden, der auch gleich Schwader mitmacht. Das ist richtig schön. Ist cool, das Teil da hinten. Aber das werden wir dann auch noch sehen. Da habe ich jetzt was liegen lassen. Ja, ja. Vielleicht beim nächsten Mal. Schauen wir mal, ob es reicht. Wie viel wir jetzt da noch rauskriegen. Das waren jetzt 2, 5, 7, dann ist das der 8. Wenn ich mich jetzt verzählt habe. Ja, ich habe mich entschlossen, jetzt hier erstmal mit dem Silageballen zu arbeiten. Vielleicht später dann mit Silage von der Silos oder Durchfahrsilos, aber da muss ich erstmal schauen, wo ich dann das Durchfahrsilo hinstelle. Und deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, erstmal mit Silageballen zu arbeiten. Und naja, schauen wir mal, wie das läuft dann. Da sind 5 drauf, 6, 7, 8, das ist der 9. Ja, das andere Safecam habe ich zwar wieder hinbekommen, aber ich habe es dann weggeschmissen, weil ich gemerkt habe, dass ich den Hof hier auf diesem Game viel schöner gesetzt habe. Wie gesagt, Curseplay hat bei mir alles kaputt gemacht, Curseplay rausgeschmissen, Curseplay komplett aus dem Spiel, aus den Safecams alles rausgenommen. Und Gott sei Dank läuft es wieder. Ah, der hat 245 PS und tut sich trotzdem die Steigung hoch, hart, Wahnsinn, schaut euch das an. Ah, das ist das, was ich jetzt an dieser Map so mag, das ist Wahnsinn. So, dann machen wir doch 2, 3... Bei 4, 9, das wäre dann der 10, das wäre der 11. Also 2 machen wir noch und dann, oder 3, 4. Sehen wir mal, wie viel es jetzt werden, wenn ich jetzt da herfahre. Wie viel dieses Schwarz jetzt noch aufnehmen. Also 2 werden sicherlich noch. Dann wenn wir ja dann trotzdem Heu nehmen, wird der erste ja auch noch einer. Ein Silageball.
Genau. Weil ja jetzt Gas drin ist oder es wird ein Gasball, je nachdem was wir machen. Aber dann da die Silage, weil das brauchen wir eher dann. Na, roll. Ja, es ist ja fast perfekt und ist halt nicht zu viel für den nächsten, also von dem her können wir die noch, was da mitten auf der Wiese drauf liegen, wegmachen und schon wegfahren, wenn es ist. Genau. Dann auch fahren wir noch einen und danach machen wir Heu dann. Okay, wird noch ein bisschen Silage werden dann, aber das ist ja auch wurscht. Die brauchen wir immer wieder, weil Gras und Heu kommen wir schneller. Ja, passt soweit. Wir rollen wieder bis runter, aber ist ja egal. Und nehmen wir das eine Futzelchen da vorne noch schnell mit. Was wir da irgendwo liegen haben lassen. Wo liegt es denn? Da ist es. Ist hier auch noch Gras. Stellen wir den wieder da her. Genau. Dann runter zum MB-Truck wieder. Einmal die Ballen aufnehmen. Na, ja, Handbremsen sollte man schon raus tun, wenn man vorwärts fahren will, gell? Oh, ist noch drin, super. Und dann fahren wir die gleich wieder weg. Dann haben wir hier schon mal 9 Silageballen, 10, 11, 12 Silageballen, 13, einer noch, dann sind es 14, dann passt es auch. Ja, dann fahren wir die gleich wieder zurück. Oder besser gesagt wieder zum Hof. Dass die auch wieder weg sind. Boah, ist richtig schön hier. So mitten in der Map, so eine schöne Straße, das ist Wahnsinn. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen dann irgendwann mal zurückgehen mit dem Cockpit, dass er ein bisschen mehr sieht. Ja, oh, jetzt bin ich hängen geblieben.
vor lauter dem Typen ausweichen. Frau Lehrerin, hallo. Ja. Ein bisschen Kollision, Gott sei Dank nichts drin, weil so kommen wir mal gar nicht rum. Aber wie gesagt, große Schlepper-Anhänger braucht man hier nicht nehmen. Ja, aber die Felder sind schon weiter als sonst. Also von dem her passt der langsam. Nächsten Tag, wenn wir das Gras dann haben, dürften die dann auch so weit sein, dass wir die machen können. Gehen wir wieder auf den Hof raus. Ey, ich muss bloß aufpassen mit den Ballen, dass das nicht zu viel werden, weil die nehmen Performance weg ohne Ende. Das ist dann auch wieder nicht gut. Aber die gehen jetzt dann auch, wenn wir die Kühe und die Schafe praktisch dann gekauft haben, auch wieder weg. Aber von dem her passt es ja auch dann. Wir stellen jetzt die einfach daneben. Ja, komm rüber. Ja, er ist rübergekommen, aber nicht so wie ich wollte. Na, ein bisschen gerade muss ich schon noch hin. So. Dann wieder mal F1. Da muss ich markiere Ablade. Okay. Wo hat er sie jetzt? Muss ich mal näher hinkriegen, dass ich sehe, wo er sie hat. Da, da ist es. Seht ihr das? Das ist das Gitter. Das kann ich jetzt noch hinten setzen. Kann weiter rüber gehen. Kann auch hinten gehen. Okay. Wurde jetzt das Gitter hingesetzt? Ja, ganz perfekt bin ich noch nicht. Rückwärts, rückwärts, rückwärts ist O. Wieso ist der jetzt da? Wo setzt der jetzt das rückwärts hin? Ich will aber nicht die Seite hier haben, ich will sie hier haben. Dann fahren wir einfach rückwärts, oder? Dann schieben wir es so zurück. Und dann machen wir Z. Na, passt doch. Dann fahren wir wieder rüber. Und schaut doch gut aus, wie die da stehen. Ah, da komme ich nicht rum. Ja, wie gesagt, eng und schnucklig, man muss richtig fahren, ansonsten schafft man es nicht. Ja, ich genieße jetzt einfach hier die Strecke. Also von dem her. Deswegen bin ich auch ein bisschen stiller. Ich genieße einfach die Karte. Ganz ehrlich. So, Marcel. Schönen Hintern. Oh, viel zu weit ausgeholt, vor lauter Hintern schauen.
Aber mir gefällt es da. Der Wald, bin ich am Überlegen, vielleicht was zu machen. Aber es ist eigentlich viel zu schade, den wegzumachen. Und ich krieg den nicht mehr so hin. Das ist es. Deswegen würde ich auch, wollte ich einen eigenen Wald noch machen, aber da bin ich am Überlegen. Vielleicht, wenn dann irgendwann mal der neue Rechner da ist und der von der Performance ja besser ist. Genau, also von dem her. Muss man bloß aufpassen, weil er nicht zu sehr im Korb drin fährt oder auf der Seite in der, von dem her, dass man auch nichts kaputt macht. Ich mag diese Map. Dann nehmen wir jetzt die letzten Ballen Angler gleich mit auf. Dass wir die wieder nicht im Weg haben dann. Gepasst. Schauen wir mal, ob da oben noch mit Mats. Da oben ist noch einer. Ja, er kann schon diese hoch und runter. Das ist das, was ich hier auch gern mag. Aber es ist auch ganz schön eine Belastung für die Bullocks von dem her. Gut, dann stellen wir den hier mal ab. Dann laufen wir mal zum Fortschritt rüber. Teil ist auch ganz schön laut. Gehen wir ein bisschen weiter zurück. Und dann machen wir mal weiter. Ja, es ist ein richtig schluckliges Teil hier. Gefällt mir richtig gut. Wir haben ja auch auf anderen Maps schon die Enterprise gezeigt. Aber ich weiß nicht, das gefällt mir irgendwie besser. Gut, die Enterprise hat eine größere größere Auslage. Die hat bloß 3 Meter hier. Aber es reicht vollkommen für diese Map hier. Das Teil ist nicht so teuer. Ich fahre jetzt einfach mal gerade durch. Das andere kann man später mal holen. Das tut voll und ganz seinen Zweck. So, Silageballen, das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Wir brauchen jetzt Heuballen. Da muss man einmal mit dem Z da drüber, dass wir den Heu wenden dann. Dann hoffe ich, dass der den nicht auseinanderzieht, sondern einfach so macht. Ansonsten haben wir ja den Schwader schon oben, habt ihr ja gesehen. Ja, also ich finde es richtig schön, das Teil hier. Könnt ihr mal kurz in die Mods reinschauen. Das ist unter Mähtechnik. Der Fortschritt E303 kostet 105.000 zwar, aber ist immerhin billiger als der Krone Big M. Genau. Und macht auch seine Dings. Gut, der Big M hat natürlich jetzt 9,9 Meter. Und der hat plus 3 Meter. Je nachdem, was man vorne dran tut, aber man kann an dem mehrere dran tun. Schwader und so weiter. Und auch von dem, also es macht doch seine Arbeit. Macht richtig Spaß. Naja, er hat halt ein bisschen weniger PS, aber er zieht auch hier hoch. Da sieht man aber dieses Bergab, Bergauf. Das ist schon krass.
Diese Wiese kann man dann auch gut für die BGA nehmen. Die BGA ist hier auch dann nicht zu weit weg, oder ist, ja gut, ist es dann rüber zu fahren, aber das ist noch erfreulich zum Fahren. Und da kann man hier richtig gut Silage daraus machen auch. Um Geld zu machen. Weil Kühe und die Tiere und das kostet auch noch was. Kühe, Schweine, Hühner und Schafe, also da wird auch noch ein bisschen was weggehen. Aber von dem her ist so einiges vor mir. Aber wenn ich das dann alles hab, dann schaut es anders aus. Wahrscheinlich werde ich es dann so kaufen, dass es ist, und dann mit euch dann zusammen machen. Wenn ich alles soweit beieinander habe. Oder dann einzeln kaufen und dann einzeln im Video machen, weil das dauert doch immer seine Zeit. Bis halt auf die Schafe und die Schweine, die Hühner. Oder ich kaufe alles auf einmal, das sehe ich dann schon. Das überlege ich mir, wenn es dann soweit ist. Und auch wie viel und das Ganze, weil man braucht doch mindestens, ja, sagen wir 10, 20 Stück, dass man ein bisschen was machen kann, auch mit Mist und so weiter. Also von dem her. Ja, da tut es sich schon schwer, aber es geht. Ja, ist ganz schön wendig das Teil. Man muss auch ganz schön, wenn man mit, hier mit dem Tempomat fährt, auch ganz schön lenken. Also das merkt man. Ich fahre jetzt hier mal vier Bahnen rum, da fahre ich mal mit dem Heuwind darüber und dann nehmen wir mal das Heu auf. Ah, das war nichts, aber ist ja egal. Bin ich etwas daneben gekommen. Beim nächsten Mal wird es dann mitgenommen. Beim nächsten Schnitt dann. Naja, man kann nicht immer perfekt fahren. Ja, jetzt sind immer so groß jetzt die ganzen Dings, deswegen ist es doch nicht so viel, deswegen muss ich jetzt hier öfters rumfahren. Was, wenn ich einmal außen rumfahren bin, da war es ganz anders dann. Das Material ist doch ein bisschen anders. Von der Bahn und das her auch. Seht ihr es hier, voll die Senke und dann hier wieder bergauf, dann hinten bergab. Also es ist richtig geil gemacht hier, wie in echtem Leben auch. Der Motor, der Tune War,
Hat sich richtig was gedacht dabei. Herzlichen Dank nochmal an ihn. So, dann fahren wir mal mit dem Zeta drüber, da habe ich den Gold noch vorne dran. Und schauen wir mal, ob er es uns auseinander schmeißt oder nicht. Wow, ja, geil. Da ist jetzt Güldner, auch ein richtig schöner neuer Mod. Gibt es ein Dach mit ohne Dach, alles mögliche. Ja, man sollte schon auf den Maschine umschalten, wenn man es ausklappen will, gell? Jetzt bin ich gespannt, ob er das durcheinander streut oder nicht. Was er jetzt macht. Ja, da müssen wir mit dem Schwader drüber fahren, leider. Aber es ist ja nicht so schlimm, ja, obwohl es geht, aber ich glaube, wir fahren trotzdem noch mal drüber. Ja, ich weiß jetzt nicht ganz, ob die Breite dann stimmt und dann können wir das ein bisschen zusammenholen nochmal. Und dann können wir zwei Schwade auf eine machen, wenn es ist. Aber der ist auch richtig schön hier, der Pullock. Also richtig geil gemacht, finde ich. Ja, jetzt kommt schon langsam, kommen immer mehrere schöne Mods raus. Man kann sich leider langsam nicht mehr entscheiden, was man machen möchte. Oder was man dann nehmen will. Und auch was ich jetzt wirklich schön finde, ist, dass immer mehr auch jetzt alte Mods rauskommen oder ältere Fahrzeuge, wie der Güldner hier. Und richtig geil ist. Boah, ja, der hat belehrt. Ist ja heftig. Ja, Blair, das ist Wahnsinn. Ja, da haben wir dann auch gleich wieder Heu. Passt dann auch. Haben wir schon wieder einiges gemacht hier. Ja, jetzt vergeht halt seine Zeit bei diesen Arbeiten. Das ist schon Wahnsinn. Das ist gleich wieder eine Stunde vorbei. Also heftig, wie das dahin geht die Zeit. Man hat noch nicht recht viel gemacht. Oh, geil, wie der umschaltet. Sound her. Das ist schon richtig geil.
Oh, biegen wir jetzt nach rechts ab diesmal, mal was anderes machen. Müsste ja auch hinhauen. Ha, perfekt. Ob es da auch hinhaut oder ob ich dann zurückfahren muss. Fahren wir mal ein Stückchen zurück. Immer macht was nicht so, ich weiß. Aber naja. Aber die Bremse ist auch geil irgendwie. Ui, fast die Kurve nicht bekommen. Etwas zu schnell unterwegs gewesen für die Kurve. Da war noch ein kleines Stück, was ich vorher nicht ganz erwischt hatte. Das sehen wir gleich mit. Genau. Ja, die Zeit vergeht so schnell, das ist Wahnsinn. So, dann stellen wir den mal ab. Laufen schnell zum MB-Truck rüber, dann können wir den hier abstellen. Nehmen wir den Hänger hier ab. Dann machen wir mal den Schwader. Ne, ich habe fast gedacht, ich hole ihn nicht, aber es war doch ganz gut, dass ich ihn her habe. Halt, nicht wieder hochfahren. Na, ja, dann schwadern wir das doch mal zusammen. Ja, teilweise geht es, dass man zwei Schwad mitnimmt, teilweise nicht, aber das ist jetzt auch egal.
Das können wir alles hin, würde ich sagen. Ja, dann haben wir die jetzt gleich ein bisschen beieinander. Man schaltet da gleich einen Gang höher, auch nicht schlecht. Ja, ein paar ausgelassen ist auch nicht so schlimm. Muss ich sowieso dann gescheit drüber fahren. Ja gut, da fangen wir jetzt erstmal schnell an, dass ihr doch ein bisschen die Silos sieht. Noch kurz ein paar Minuten. Die Strohballen zu machen. Dass wir da den letzten Silageballen haben dann. Und der macht ja jetzt doch Dings und da muss ich dann umschalten auf nicht mehr Silage, also praktisch Folie. Was ist, haben wir dann nur noch Silageballen, das wollen wir nicht. So, dann schalten wir die mal wieder aus. Ballenpresse anschalten, passt es aus. Ja, mit diesen Bildern vom Heuballenpressen sage ich dann wieder ein herzliches Dankeschön, dass ihr diese Stunde mit mir wieder verbracht habt. Genau, ein herzliches Hallo, willkommen, guten Abend, guten Tag, gute Nacht, guten Morgen, je nachdem wann ihr das anschaut. Genau, von dem her, und wir sehen uns wieder bei meinen nächsten Projekten. Euer Part 7575. Tschüss, tschüss.